Wir haben größtenteils das Spiel sehr gut kontrolliert. In der einen oder anderen Phase nach dem 3-0 haben wir vielleicht die eine oder andere Chance zu viel zugelassen. Da denke ich, gibt es schon noch auch einiges an Arbeit. Aber insgesamt haben wir viele, viele gute Möglichkeiten rausgespielt. Auch eine sehr gute Spielfreude gezeigt. Jetzt haben wir die Chance, dass wir diese Gruppe gewinnen. Das ist natürlich schon unser Ziel, dass wir am Dienstag einfach auch nochmal einen Sieg einfahren und dass wir am Ende ganz vorne sind. So nach der Spiele trinke ich immer ein Glas Wein. Also nicht nur zur Belohnung, auch mal vielleicht aus Frust. Das gab es auch schon, dass ich das auch schon gemacht habe. Das ist eigentlich dann auch die richtige Entspannung nach der Anspannung. Ich glaube, Toni Kroos hat heute ein überragendes Spiel gemacht. Nicht nur wieder wegen seinen Toren, die natürlich klasse gemacht waren. Aber er ist schon auch ständig halt Anspielstation. Man weiß auch unter Bedrängnis, man kann ihm anspielen. Er findet immer wieder eine Lösung. Er ist ein Vorbild auch in seiner ganzen Art und Weise, wie er diesen Beruf sieht. Er arbeitet vor dem Training, nach dem Training für sich. Also er ist schon auch top professionell. Und das sehen natürlich die jungen Spieler. Und es ist gut, wenn man solche Vorbilder in der Mannschaft hat.